Herzogin Meghan. Kostspieliges Modejahr, allein ihre Handtaschen kosteten über 41.000 Euro. Neben hübschen Kleidern hat Herzogin Meghan auch eine Vorliebe für Accessoires. Besonders Schuhe und Handtaschen haben es ihr angetan. Doch diese Leidenschaft ist auch ganz schön kostspielig. Allein Meghans Handtaschen, die sie 2018 trug, haben einen Wert von 45.000 Euro. Schuhe und Handtaschen kann eine Frau niemals genug haben. Das gilt auch für Herzogin Meghan, die eine beachtliche Kollektion an Designer-Pumps und Taschen zu bieten hat. Mit welchen Modellen Meghan 2018 glänzte und welche Handtasche die teuerste war? Wir haben da mal eine kleine modische Rechnung aufgestellt. Eins ist sicher, Herzogin Meghan präsentierte uns 2018 eine ganze Menge unterschiedlicher Handtaschenmodelle, die aus ebenso unterschiedlichen Preisklassen stammen. Von 99 bis 3.900 Euro. Meghans Handtaschensammlung ist vielseitig. So trug die 37-Jährige beispielsweise zum Polo die Fan Red & Clutch von J. Crew, die schon für umgerechnet knapp 99 Euro zu haben war. Zu dem Zeitpunkt, als Meghan sie trug, war die Tasche bereits auf 50 Euro reduziert. Kein Wunder, dass das Modell nach ihrem Auftritt restlos ausverkauft war. Die teuerste Handtasche, die Meghan in ihrem ersten Jahr als Herzogin trug, ist die Peekaboo Essential BAG von Fendi, die nicht unter 3.900 Euro nicht zu haben ist. Die ehemalige Schauspielerin zeigte sich mit diesem Designklassiker am zweiten Tag ihres Dublin-Besuches im Juli. Nur knapp 20 Tage später trug Meghan dann das Schnäppchenmodell von J. Crew. Meghans Lieblingstasche. Besonders häufig sah man Herzogin Meghan 2018 mit ihrer Lieblingsklatsch von Givenchy. Das Modell Satin Clutch ist mit 1.726 Euro ein echtes Investment-Piece, das Meghan das ganze Jahr über begleitete. Ob zu ihrem Debüt beim Royal Ascot, bei ihrem ersten Solo-Auftritt, auf ihrer Dublin-Reise oder auch auf der langen Überseereise mit Prinz Harry, immer war die Givenchy Clutch. Dabei und gliederte sich perfekt in die unterschiedlichen Outfits der Herzogin ein. Ein eleganter Klassiker, der einfach zu kombinieren ist und jedem Look das gewisse Etwas verleiht. Handtaschen mit besonderer Bedeutung. Doch Herzogin Meghan setzte nicht nur auf luxuriöse Designklassiker, sondern auch auf Handtaschen, die eine ganz besondere Bedeutung haben. In Belfast trug Meghan die De Blume Dari BAG von Charlotte Elisabeth. Das Modell, welches Meghan trug, ist ein Update einer vorherigen Version und mit umgerechnet knapp 200 Euro absolut bezahlbar. Mit dem Tragen dieser Handtasche möchte Prinz Harrys Frau Gutes tun. Denn die 21-jährige Designerin Charlotte Elisabeth hatte es zuvor nicht leicht im Leben. Mit 16 musste Charlotte aufgrund einer Herzoperation die Schule verlassen.
ausgerechnet in der Charity-Organisation von Prinz Charles, der Princess Trust-Organisation, fand die Designerin Hilfe und Unterstützung. Rührende Geste. Die Princess Trust-Organisation hilft jungen Menschen, die aufgrund persönlicher Probleme oder Schicksalsschläge Schwierigkeiten in ihrer schulischen und beruflichen Laufbahn haben. Charlotte wird auch heute noch von Prinz Charles Charity Aktion unterstützt. Somit ist es vermutlich kein Zufall, dass Meghan sich ausgerechnet für eine Tasche der britischen Designerin entschieden hat. Die Herzogin wollte das Label ganz bewusst unterstützen und legte damit auch noch einen absolut stilsicheren Auftritt hin. Die Abrechnung. Trotz einiger weniger Schnäppchenhandtaschen, ergeben die Modelle, die Herzogin Meghan 2018 trug, ein ordentliches Sümmchen. Insgesamt zeigt sich die hübsche Frau von Prinz Harry mit mindestens 38 Handtaschen. Darunter Labels wie Givenchy, Prada, Malbury, Chanel, Gucci, Jimmy Choo, Dior, Aldo Zara, Fendi und Victoria Beckham. Der Wert all dieser Taschen, umgerechnet mindestens über 41.000 €.